machen. Die Aufgabe hat X lauter 2 mal X minus 1 mal E hoch minus X. Man kann entweder so machen oder man kann das als Division auch gerne schreiben. E hoch X. Stimmt's? Immer der Reihe nach. Wir wollen erstmal mit dem Definitionsbereich machen. Was nicht erlaubt, ist im Nenner, dass es an einem 0 steht. Und wir wissen, dass e hoch x ist niemals 0. Das haben wir gerade Michel erzählt, bei 2 hoch x Funktion, ähnlich wie bei anderen Basen auch, e hoch x, e hoch x, kann niemals den Funktionswert 0 erreichen. Das heißt, es ist niemals 0 und das bedeutet, dass x Element alle reelle Zahlen ist für uns möglich. Ja, im Zähler braucht man keine Gedanken zu machen. Und jetzt Wertebereich, was wollte ich dann am besten machen? Und jetzt Achsenabschnitt, immer Achsen. Abschnitte. Wir beginnen erstmal von Y-Achsenabschnitt gleich. Ist mein Anschnitt okay? Ja, das war ja. Ist das Bild auch gut genug zu sehen? Ja. Okay. Dann, das ist ja bei x gleich 0. Dann hat man also dy ist gleich 2 mal 0 minus 1 e hoch. Okay. 2 mal minus 1 minus 2 mal e hoch minus 0. E hoch 0 ist 1. Das heißt, schwierig mal 1 minus 2. Also das heißt, unser PY lautet 0, minus 2. 0 stellen, das ist die x-Achsenabschnitt. Ja, ich würde ein bisschen schnell machen. Also ich setze eigentlich den Funktionsbereich 0 und das bedeutet nichts anderes als 2 mal x minus 1. Nur die Zählerfunktion schreibe ich jetzt. Und dann habe ich die Nullstelle natürlich nur eine einzige, einfache Nullstelle. Einfache Nullstelle, stimmt's? Nicht eine doppelte Nullstelle, es ist tatsächlich nur eine einfache Nullstelle. Korrekt? Eine einfache Nullstelle. Also nochmal eine Wiederholung. Vielleicht schaust du dir nochmal das Video an, kurz vor der FSB. Eine einfache Nullstelle sieht so aus. Stimmt's? Also nicht wie die rote Farbe, die ich jetzt gerade leicht zeichne, also nicht so aus. Stimmt's? Also die rote heißt eine doppelte Nullstelle. Korrekt? Eine doppelte Nullstelle. Nur kleine Wiederholung. Das heißt, eine doppelte Nullstelle ist keine dafür Extremum. Eine einfache Nullstelle wie die schwarze Kurve. Die Kurve schneidet die X-Achse. Die Kurve schneidet die X-Achse. Diesmal habe ich bewusst schneidet, denn es ist hier eine einfache Nullstelle, nicht dreifache Nullstelle, nicht vierfache Nullstelle. Das heißt, das ist tatsächlich eine
ein Schnittpunkt. Ja. Das ist zum Beispiel hier bei Eis. So, kleine Wiederholung. Das bedeutet jetzt, unsere Nullstelle lautet 1, 0. Ja, in der modernen Zeit natürlich Ableitungen kann man das mit Apps machen, aber wollen Sie jetzt mal kurz nur, zumindest heute, alleine machen, manuell? Ja, Ableitungen. Ich bekomme auch von Ihnen nur die Ergebnisse. Machen Sie jetzt die erste Ableitungsfunktion, die zweite Ableitungsfunktion